Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder nach sehr langer Zeit eine neue Folge von Reiterferien auf dem Grünwaldhof. Und ich würde mal sagen, wir labern nicht zu lange und fangen direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Guten Morgen Mädels! Heute geht ja die andere Gruppe ausreiten und das wären, glaube ich, Marie, Emma und Laura. Ist das richtig? Ja, genau, das ist richtig. Und Jule, Lissy und Sophie, ihr seid die andere Gruppe. Ihr geht dann mit Alina mit. Ich weiß noch nicht, was sie geplant hat, aber das werdet ihr ja dann sehen. So, dann kommt die Ausreitgruppe jetzt einmal mit mir mit. Also, ich werde heute für euch drei zuständig sein. Und wenn ihr euch fragt, wo denn Zoe ist, Zoe hat heute einen Arzttermin und deswegen ist sie halt jetzt gerade nicht da, aber es kann sein, dass sie dann später noch dazukommt. Alles klar, okay. Und was haben wir jetzt dann vor? Also ich habe mir überlegt, dass wir jetzt vielleicht ein kleines Spiel spielen können oder dass wir noch zu den Ponys gehen und dann irgendwas mit den Ponys machen. Aber das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Also wollt ihr erst was spielen und dann Ponys oder erst die Ponys und dann was spielen? Also ich wäre für zuerst etwas spielen. Ja, ich auch. Mir ist es eigentlich relativ egal. Wenn alle sagen, dass wir zuerst spielen sollen, bin ich auch dafür. Okay, dann spielen wir jetzt ein Spiel, was bei den Ferienkindern vom letzten Jahr auch gut angekommen ist. Und dafür brauchen wir nur ein paar Hindernisse. Und Laura, gestern habe ich ja gesagt, dass du ein anderes Pferd zugeteilt bekommst und dich wahrscheinlich heute auch jemand führen wird. Und ich zeige dir jetzt einfach mal das Pferd, was ich gedacht habe, dass du heute reiten sollst. Beziehungsweise wirst du dieses Pferd auch für die restlichen Tage hier als Pflegepferd bekommen. Und zwar wäre das einmal hier der Rudi. Und ich denke, der passt eigentlich ganz gut. Das ist ein ganz lieber und ja, ich denke, mit ihm wirst du als Anfänger gut zurechtkommen. Ich bin mal echt gespannt, welches Pferd Laura zugeteilt bekommt. Also Mädels, ihr könnt dann schon mal mit dem Putzen anfangen. Ich gehe kurz noch mein Pferd holen und wenn wir dann fertig sind, werden wir zu viert ausreiten gehen. Ach so, und wenn du irgendwelche Fragen hast in der Zeit, wo ich nicht da bin, frag doch einfach Emma oder Marie, die helfen dir sicherlich gerne. Und später kommt auch noch Anni, sie wird dich auf dem Ausritt führen. Hoffentlich entsteht kein Chaos, bis ich wieder da bin. Also das hier wäre jetzt Hindernis Nummer 1 und ihr müsst einfach versuchen, drüber zu springen, ohne die Stange zu berühren. Also es wird insgesamt 4 Hindernisse geben. Für jedes Hindernis werden wir 2 Durchgänge machen und für das ganze Spiel hat jeder von euch 3 Leben. Also ein Leben verliert man, wenn man entweder eine Stange reißt oder eine Stange berührt. Und wenn man alle 3 Leben verloren hat, dann ist man quasi aus dem Spiel draußen und gewonnen hat dann logischerweise die Person, die am wenigsten Leben verloren hat. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen zum Spiel? Nein, eigentlich sind alle Regeln klar. Super, dann lasst uns anfangen. Sophie, du fängst an. Das sah doch schon mal gut aus. Jetzt bist du dran, Lissy. Auch gut. Und jetzt du, Jule. Auch gut. Okay, das habt ihr alle geschafft. Jetzt kommt Durchgang Nummer 2. Also, ich wäre dann fertig. Wie weit seid ihr denn? Ich bin gleich soweit. Und was ist mit dir, Laura? Wann bist du denn fertig? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du hast ja noch nicht einmal den Sattel drauf. Komm, ich helf dir. Ich passe so lange auf die beiden hier auf. Okay, gut. Hast du gesehen, wie das geht? Und wenn du nächstes Mal Hilfe bei etwas brauchst, dann frag uns ruhig. Trau dich einfach. Okay, gut. Dann könntest du mir vielleicht auch beim Auftrenzen helfen. Ja, na klar kann ich dir dabei helfen. Okay, hier, bitteschön. Und jetzt müssen wir nur noch auf Leonie warten.
Hä, wo bleibt denn Anni? Die sollte doch schon längst da sein. Ach so, Leonie, hi, wegen Anni. Die ist über Nacht komplett krank geworden, aber sie hat vergessen, dir Bescheid zu geben. Deswegen bin ich jetzt da und ich kann das Mädchen auch führen. Okay, alles klar, Rosalie. Danke, dass du für sie einspringst. Aber sag deiner Schwester bitte nächstes Mal, dass sie Bescheid geben soll. Sie hätte ja heute Morgen wenigstens einmal anrufen können. Oh, okay, ich dachte, sie hat angerufen. Ich habe ihr nämlich eigentlich gesagt, dass sie bei euch anrufen soll und sagen soll, dass es ein bisschen später wird und dass ich für sie einspringe. Aber nun gut, das hat sie wahrscheinlich mal wieder vergessen. Aber jetzt bin ich ja da und wir können mit dem Ausritt anfangen. So Mädels, ich bin jetzt da und das bedeutet, ihr könnt aufsteigen und dann geht's los mit dem Ausritt. Dann kann's ja jetzt losgehen. Nun kommen wir zu Hindernis Nummer 2 und Lissy fängt mal an. Okay, super. Dann Sophie. Auch gut. Und dann Jule. Oh, und Jule hat ein Leben verloren. Durchgang Nummer 2. Lissy beginnt wieder. Und auch das sieht gut aus. Dann kommt Sophie. Und auch Sophie hat ein Leben verloren. Und dann kommt als letztes die Jule. Gut gemacht. Dann haben wir hier jetzt Hindernis Nummer 3. So, dann fängt Sophie jetzt an. Und das sah auch gut aus. Lissy. Okay, Lissy hat jetzt auch ein Leben verloren. Und als letztes Jule. Gut. So, Runde Nummer 2. Sophie fängt an. Und Sophie hat 2 Leben verloren. Also ich meinte halt das zweite Leben, aber insgesamt hast du ja jetzt 2 verloren. Dann jetzt Lissy. Auch gut. Und Jule. Super. Und jetzt haben wir das letzte Hindernis. Lissy, du fängst mal an. Au! Lissy, alles gut? Brauchst du Hilfe? Nee, passt schon. Bin nur hingefallen, alles gut. Dann haben wir jetzt Sophie. Und Jule. Und jetzt der letzte Durchgang. Au! Oh Mist, jetzt schon die zweite, die da drüber geflogen ist. Alles gut, Sophie? Ja, alles gut. Mein Bein tut nur ein bisschen weh, aber das ist bestimmt in 5 Minuten oder so wieder weg. Okay, gut. Dann machen wir, glaube ich, mal Stopp für das Spiel, weil ich habe ein bisschen Angst, dass sich hier jetzt gleich noch mehr Leute verletzen werden. Okay, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel da so gefährlich ist. Und ja, aber ihr habt alle gewonnen, ihr habt das wirklich gut gemacht. Und ja, es tut mir leid, dass es ein bisschen gefährlich war. Das habe ich nicht so überdacht. Auf jeden Fall, hättet ihr jetzt Lust, zu den Ponys zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Also, das hier sind unsere Ponys, also unsere Schulponys. Und ich habe mir überlegt, wir können ja einfach mal Schoko holen. Also, das ist sie hier. Also eigentlich heißt sie Chocolate, aber wir nennen sie halt immer Schoko. Und ich habe überlegt, dass wir ja jetzt ohne Sattel reiten können. Also ich kann euch zum Beispiel longieren und ja, ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee. Oh ja, wie cool, ich bin schon ewig nicht mehr ohne Sattel geritten. Und ich habe jetzt noch eine Trense drauf gemacht, also wenn ihr euch festhalten wollt, könnt ihr euch gerne an den Zügeln festhalten. Das fühlt sich auf jeden Fall total anders an, so ungewohnt ohne Sattel. Ja, ich weiß, aber nach einer Zeit kommt das einem auch ganz normal vor. Aber es ist echt voll cool ohne. Ja, finde ich auch. Tja, Mädels, so schnell kann die Zeit rumgehen. Wir sind jetzt wirklich eine Stunde ausreiten gewesen. Und es hat sich irgendwie angefühlt wie eine Viertelstunde. Aber nun sind wir jetzt wieder da. Und
Und morgen werden wir wieder alle gemeinsam irgendwas machen, also keine Gruppenaufteilung. Also seid gespannt. So Leute, das war's jetzt mit der dritten Folge von Reiterferien auf dem Grünwaldhof. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag.